Herzlich willkommen zur neuen Partie Schach. Wir spielen gegen Royal Tomek. 2470 und er spielt einen Skandinave. Er möchte auf ein Unentschieden hinaus. Alles klar. Aber das gebe ich ihm nicht. Diese Partie wird sehr, sehr hart werden. Okay, er spielt das mit Springer C6. Ah, nee, Rochade spielt man zuerst. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie genau man das spielt. Ich meine, erst Rochade, jetzt H3. Damit er gleich kein Dame F5 hat. Jetzt D4. Ach Quatsch, D4 war viel zu früh. Lol. Ja, D4 war viel zu früh. Was habe ich denn da gedacht? Was habe ich denn da gedacht? Scheiße. Ah ja, E6 ausgelassen oder so? Warte mal. Oh shit. Was habe ich denn da gedacht? Oh, da hat die. Ich hätte zuerst D4 spielen und nicht. Rochade. Ah, Mist. Ja, was macht man jetzt? Scheiße. Na gut. Dann springen ja die 2. Okay, wir haben einen stärkeren Gegner hier und wir stehen einfach scheiße. Warum habe ich denn nichts gemacht? Ich wollte. Ich hatte einfach einen Bauern. Ja, das ist ein bisschen ungünstig für uns. Wird jetzt tauschen, denke ich mal. Denn Figurentausch ist ja auf jeden Fall gut für ihn. Aber dann gewinne ich wenigstens Tempo. Hat er 3 Tempis gebraucht, um seinen Springer zu aufbauen und nicht nur 2, um einen zu entwickeln. Eigentlich nur einen, weil einen hat er verschwendet. Okay, deswegen spielt auch Springer F6, das wäre tauschen, wäre nicht gut gewesen. Generell natürlich, Läufer ein paar wegkriegen, aber in diesem Fall jetzt nicht. Ich mal ein bisschen konzentrieren hier. Oh, okay, er nimmt. Dame D3. Ach, kann ich die Damen nicht tauschen? Ich möchte die Damen nicht tauschen. Natürlich ist es besser, Dame D3 zu spielen, aber in einer Situation, wo ich einfach, wenn man Läufer entwickeln kann, ist das wahrscheinlich nicht so schlecht, wenn er die Damen tauscht. Weil dann komme ich auf F, dann kriege ich F7 auf jeden Fall. Auf jeden Fall gut für uns. Also Dame E5, Springer E5 und dann kann er F7 nicht verteidigen. Vielleicht Springer Hafen, Läufer G3, aber dann F6. Springer F7 gewinnt immer noch eine Qualle. Sehe ich jetzt nicht so die Kompensation drin. Oh, er macht sogar. Er ist wahrscheinlich gedacht, ich nehme mit dem Läufer raus, aber ich nehme einfach mit dem Springer raus. Und jetzt muss er Turm G8 oder Turm, was weiß ich, spielen. Er hat doch keinen Turm D4. Okay, er spielt Turm D5, wahrscheinlich um meinen Springer da zu ärgern, aber ich werde direkt Turm D1 spielen, um direkt auf der D-Linie Konter zu geben. Mein Springer steht jetzt ganz schön in seinem Ding drin. Wenn er Turm D1 spielt, dann hat er nur noch B6 als Verteidigung gegen das Matt. Selbst wenn er einen Turm D8... König B7, dann hat er Probleme, seinen Turm zu entwickeln, weil mein Springer deckt H8 und sein Läufer ist gefesselt. Hätte ich alle Zeit der Welt, irgendwie seinen Turm oder Läufer zu gewinnen. Wahrscheinlich schon direkt mit Springer E5, Springer D7. Ja, wird schon fast gehen. Muss dann hier auch nicht hier zu seinen Analysen hier verfaspeln, die sowieso nicht aufs Brett kommen. Okay, tauschen wollen wir nicht. Ich könnte C4 spielen. Weil dann hat der Turm F5. Was ein bisschen dumm ist. Ich kann auch Turm E1 spielen, aber Turm E1 ist dann wieder so kontraproduktiv. Vor allem, weil mein Läufer auf F4 hängt. Ich könnte mal prophylaktisch Läufer G3 spielen. Aber wobei, dann hat er Springer E4. Ich könnte auch Läufer E5 spielen. Oder Läufer Harz. Ich würde gerne meinen Läufer mal da wegkriegen, weil. Ach komm, ich bin einfach Läufer E3. Wegen Turm F5, aber Läufer E3 sollte es auch tun. Einfach nur mal Turm F5 kein Tempo ist. Läufer G3 ist das Problem. Springer E4, Läufer E5 ist das Problem, dass mein Springer abhängig von dem Läufer ist. Das möchte man ungern so Abhängigkeiten erstellen in seinen Figuren. Der Bauer ist nicht, ist nicht abhängig, der zieht da sowieso nie nach vorne, aber. Was? H6? Oh. Mal irgendwie Läufer D4 spiele, Springer H6, Opfer hängt dann Springer. Mhm.
Ja. Ich spiele mal C4, ich möchte seinen Turm da weg haben. Jetzt hat er auch kein Turm C5 mehr, was ziemlich gut für uns ist. Höchstens Turm F5, aber dann kommt Turm D8, wie gesagt, und Läufer C5 ist vorbei. Hat er verloren. Das heißt, er muss jetzt Turm D1 spielen. Genau. Hat er auch ziemlich schnell begriffen. Und Läufer E7 später, okay. Einfach nur, um D8 zu decken. Das ist die richtige Zeit, um meinen Springer zurückzuholen. Wenn er jetzt Turm D8 spielen sollte, dann habe ich Turm D8, Läufer D8 und Läufer A7 zur Not. Aber ich kann auch Springer G6 spielen, um seine Läufer aufzuhalten. Deswegen spielt er auch A6, damit ich nie auf A7 nehmen kann. Ich kann jetzt schon direkt Springer G6 spielen, um meinen Springer da reinzusetzen. Dann hat er auch sowieso ein Problem mit seinem Läufer, weil ich kann ihn mit C5 und A3 und sowas abschotten. Und wenn er Läufer F8 spielt, ist sein Turm natürlich dicht. Wenn er Läufer D8 spielt, blockiert er sein ganzes Spiel. Dann habe ich riesen Vorteil. Das heißt, Läufer Springer G6 sollte auf jeden Fall gut sein. Führen wir den einfach mal. Ich denke mal, dass er Turm E8 hier spielen wird. Oh, okay. Dann direkt C5. Jetzt muss er Läufer F8 spielen. Das ist gut für uns. Spiele ich jetzt. Turm D8 habe ich nicht. Springer F8 ist sinnlos. Nur mal Läufer D4. Um zu drohen, auf F6 rauszunehmen. Es ist keine wirkliche Drohung, aber er hat jetzt halt Probleme, so seinen Läufer rauszukriegen und ja. Oder irgendwie deichseln. Vielleicht Springer D5, Läufer E7 oder so. Oder Springer D5, Springer E7. Allerdings dann immer, wenn er sowas macht, dann habe ich immer Turm E1 und gewinne auf jeden Fall den E6er Bauern. Das heißt, einen Bauern verliert er auf jeden Fall. Was ich natürlich auch nach so einem Springerzug mal machen kann, ist Springer F8, Läufer G7. Okay, jetzt spielt der Springer E8. Das ist einfach nur gedacht, um G7 zu denken, falls ich auf F8 nehme. Und er spielt wieder zurück, was? Warum macht er das denn? Okay. Verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht genau noch, nicht was ich machen soll. Deswegen spiele ich erstmal A3. A3, A5 und werde meinen König mal ranholen. Okay, er spielt A4. A4 ist jetzt eine Schwäche von ihm. Ich könnte sogar hier Läufer F6 spielen und dann Turm D4. Aber dann bin ich in so einem Turm einspiel, das ist nicht so meins. Ich werde mal meinen C-Bauern decken, damit ich meinen Läufer ziehen kann. Und auch Turm C4 drohe. König D7, okay. Na gut, er scheint nichts dagegen zu verteidigen. Gegen diese Idee. Genau, hier habe ich Turm C4. Und B4. Ah, Mist, ich hätte direkt Turm C5 spielen sollen, nicht Idiot. Shit. Ja, habe ich übersehen, ich hätte direkt. Ich hätte direkt rausnehmen sollen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, König C6. Na gut, wir kriegen auch noch einige Bauern hier. So, sieht so aus. Ach, scheiße, bin ich dumm. Ich wollte den Springer nicht tauschen. Fuck. Oh, warum habe ich den eigentlich gelassen, mein Läufer? Scheiße! Fuck!
Hat er mich auf Zeit runtergehauen, der Sack. GG. Okay. Mist. Hat der Sack mich auf Zeit runtergehauen? Unfair war das denn? Ja, hier muss man zuerst D4 spielen, ich voll Idiot. Wenn er dann Rochade spielt, dann kommt C4. Normal spielt man SH3, aber hier hat er halt Dame H5. Hier immer noch nicht Rochade, ne? Muss ich D5 spielen? D5, Läufer F3, Läufer. Nee, Quatsch. Ach, er braucht ja gar nichts machen. Warte mal, was kam denn hier nochmal? Ich glaube, ich komme doch Läufer F3, ne? Läufer F3, Springer E5. Ach Quatsch, die Dame hängt doch, ich voll Idiot. Das kam auf Dame F5, soweit ich weiß. Warte mal. Ich weiß nicht mehr. In der Partie würde es mir einfallen, aber jetzt gerade nicht. Okay, das war mal totaler Eröffnungs-Lose von mir und trotzdem stand ich auf Gewinn am Ende. Dame eine 3 ist natürlich besser. Aber ich wollte halt mehr auf Angriff spielen. Das war schlecht von ihm, fand ich. Also das hat mich richtig zurück wieder in die Partie gebracht. Und man hat auch hier gesehen, dass ich schnell wieder reinkam. C5, um seinen Läufer da wegzuhauen. Springer E8. Springer F6 verstehe ich nicht ganz, damit hat er keine Fortschritte gemacht. Hier A4 gibt mir nur einen Bauern. Und hier hätte ich Turm C5 spielen müssen. Weil Turm C5. BC5. Läufer F6. GF6. Springer E7. Wir haben einen Turm gewonnen. Das wollte ich machen, aber ich habe nach B4 übersehen, dass er König D5 hat. Ich wollte schöner machen, aber... Shit. Ganz simpel. Ganz simpel, oder? Ganz simple Taktik. Ja, ich hab's... Ich war Zeitdruck. Ach, Mist. Fuck! Naja, egal. Wir haben ja minus 16 gemacht. Okay. Wir haben auch noch fast gewonnen, ey. Ich weiß gar nicht, warum es so langsam war. Ich hätte direkt mit dem Läufer den Turm nehmen können. Aber ich habe jetzt zu viel nachgedacht, deswegen war ich zu langsam. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.